Im letzten Video haben wir ordentlich was geschafft. Der Plan, eine Blumenfarm zu bauen, steht nach wie vor. Um am Ende daraus den blauen Farbstoff zu bekommen, den ich brauche, um den blauen Beton zu craften, den ich brauche für den Amapillis. Das Problem ist leider, dass wir im letzten Video eine sehr gefährliche Erkenntnis gewonnen haben. Und er hat geschrieben, etwa 105.000. Also 8 bis 9 mal die Farm, aber dadurch, dass wir nur 8 Farmen haben, also nur 8 statt 12, brauchen wir 70.000 die Stunde. Und diese Farm, die ich jetzt habe, bringt 15.000, oder? Nur denkt ihr, ich lasse mich davon unterkriegen? Rein ins Video, viel Spaß mit dem Spektakel der heutigen Folge. Heißt, wir müssen diesen Abteil 6-mal bauen. 6-mal. Digga, ich kann dann so ein Video machen. Ich bekomme 30 Milliarden Blumen die Stunde, Alter. Ja, aber Herausforderung accepted. Der Flex muss gegeben sein, dass wir 40.000 Blumen die Stunde bekommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass diese kackkleine Farm sich wieder so ausartet. Und dass es wieder passiert, dass ich aus 8 Abteilen Blumenfarm aus diesem kleinen Ding sowas Großes bauen werde. Aber wir werden wir werden das Ding hier nochmal 5-mal bauen. Nochmal 5-mal diese Farm dort unten, damit die Blumenfarm wirklich vollautomatisch laufen und funktionieren kann. Das wird definitiv gemacht. Aber erstmal designen wir jetzt zu Ende, Digga. Ich darf hier nicht zu große Pläne schmieden und zu krasse Reden, sondern wir machen wirklich feine die das Design hier fertig. Und danach, wir müssen halt richtig fetten Raum und so ausheben. Mal gucken. Aber es wird ultra heftig. Farm braucht 70.000 Bone Meal die Stunde und sie braucht über 100 oder sie droppt über 160.000 Blumen die Stunde und gleich viele Seeds. Ja, die Seeds würde ich, glaube ich, direkt zu Knochenmehl wieder umwandeln, deutlicher. Wir bekommen 160.000 Blumen die Stunde. Das sind zwei Doppelkisten voll mit Schalkerkisten, die voll sind mit Blumen. In der Stunde, Bruder. Ich muss, wenn ich mich 40 Stunden AFK stelle, brauche ich 80 Doppelkisten. So, also es sind nicht die genauen Zahlen. Die genauen Zahlen werden nochmal variieren, weil der Test, der durchgeführt worden ist, war in der Wüste. Und ich bin im Blumenbiom, also wahrscheinlich noch mehr als in der Wüste. Ich dachte wirklich nicht, dass sie so viel gibt. Ich dachte, wir bauen irgendwas Kleines, Entspanntes. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich meinte sogar am Anfang, dass wir von dem Ding 12 oder 10 Stationen bauen, weil ich richtig viel Blumen brauche. Aber ich wusste nicht, dass sie so viele Blumen bringt, wie ich am Ende dadurch bekommen werde. Das ist krank. Also es werden insgesamt 320.000 Items durch die Farm produziert und 70.000 gefressen in der Stunde. Das müsst ihr euch mal überlegen, was das für ein Item-Umschwung ist alleine. Wie kann man so dumm sein? Ja, nochmal zusammengefasst, also ihr habt es gerade nicht mitbekommen, ich weiß nicht, was los war. Die Farm ist voll für den Arsch, ist kaputt. Passt auf, ich bin während der Timelapse neues Diorit-Ton gegangen, weil es leer war. Hab dann die Timelapse gestoppt, bin dann wieder hergekommen, hab weitergebaut, hab dann die Timelapse nicht gestartet. Heißt, eure Timelapse ist auch vollkommen für den Arsch, die ist komplett kaputt. Wichtiger ist, dass ich die Chunks angeloadet habe, weil ich Diorit holen war und mir damit die Farm hier komplett zerschossen habe. Super, super gut, Digga. Die zwei Abteile hier funktionieren noch. Die Farmabteile, die hier und die hier sind komplett zerschossen. Hier sieht es ja auch, es sieht scheiße aus, es ist absolut kaputt. Ich muss hier die Hälfte wieder abbauen, Lava wegmachen, Blöcke abbauen, neu setzen, Wasser neu setzen, alles. Somit haben sich die Chunks unloadet und die ganze Farm ist kaputt gegangen. Hab schon gesagt, ich werde das erst bauen, wenn ich mich dann an die kompletten Bone Meal Farm ranmache und nicht jetzt. Ich habe da jetzt auch gar keinen Bock drauf, ich habe da gar keinen Nerv für. Ja, schade drum, Digi. Aber ich design jetzt hier erstmal weiter. Wir haben jetzt hier die kompletten Wände komplett aus Diorit fertig, auf allen Seiten. Egal, müssen wir mit leben, Digi, müssen wir mit leben. Ist halt jetzt, wie es ist. Ich mache jetzt einfach weiter und positiv, ne? Positiv sehen. Ich weiß nicht, ob nur mir das gerade auffällt, aber wir könnten dem Ding hier auch Augen hinmachen. Hier vorne aus Diorit, Digga. Aus Quarz. Hier ein Auge und da ein Auge. Und das ist eine Nase. Das würde auch übel gut passen, dass das die Augenbrauen da sind. Dann zeig mal her den Speck. Jo! Mein Herz schmilzt. Nee, das kann ich nicht angucken, Mann. Oh Gott. Oh, oh.
wer bist du denn? Wir sind Feiner. Jan Feiner, Digga. Oh, wie süß. Das ist perfekt, wie es ist, Mann. Oh, oh. Aber richtig glücklich, wenn man es sieht, Alter. Das ist ja so niedlich einfach. Später wird man nicht wissen, was dein Gesicht ist, aber OGs wissen es. Das ist so süß. Ich würde die Farben lieber am liebsten streicheln. Dann müssen wir jetzt, ich glaube, designtechnisch ist das halt fertig. Jetzt erstmal. Ja, dann müssen wir uns jetzt immer gucken, wie wir das hier machen. Die Knochenmehlfarben, da muss ich heute noch fixen. Und dann werde ich heute erstmal den Raum ausheben für die weiteren Knochenmehlfarben. Wir müssen die Knochenmehlfarben hier noch 5-mal bauen. Und da muss ich mir eventuell auch jetzt eine Konzeption einfallen lassen, wie wir das machen. Weil eigentlich, also grundlegend, wäre es halt sehr, sehr cool, wenn wir es schaffen würden, dass man die 5 weiteren Knochenmehlfarben auch integriert hier in der Gegend sieht. Also ich finde es doof, Dinge zu bauen, die man halt nicht sieht. Das ist halt wack. So, warum baue ich es dann, wenn man am Ende den Prozess nicht sieht, der Herstellung? Das ist ja kacke. Ich habe gestern eigentlich gesagt, jo, guck mal, wir machen einfach unter der Diorit-Schicht, die man da sieht, da drunter bauen wir im Prinzip diese Farben dann noch 5 weitere Male hin. Und dann sieht man das halt nicht, ist ja nicht allzu schlimm. Ding ist, ich habe mir das nochmal überlegt und eine Nacht drüber geschlafen und finde die Idee eigentlich gar nicht so cool. Digga, am geilsten wäre es doch, wenn man den Prozess sieht, also wie das Bone Meal hergestellt wird. Ich kann ja weiter nach hier hinten gehen. Und hier müsste ich theoretisch gar nicht viel mehr ausheben. Das funktioniert auch, ohne dass wir hier krass viel ausheben. Bedeutet, es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass ich hier diese Wand anreiße. Dann werden wir die, also das ist gerade Brainstorme, by the way. Also es ist, ich habe mir nichts vorher vorbereitet oder so, aber ich bin gerade drauf gekommen. Dann könnten wir die Wand hier weiter nach da ziehen und könnten dann hier 2 weitere Bone Meal Farm Abteile bauen, sowie unter den 2 weiteren noch 2 weitere von dem Ding hier. Letzten Endes müssen wir dann ganz viele Timer bauen und müssen auch ganz viele Timer verbinden, dass man die mit einmal anschaltet. Heißt eigentlich, wäre es vielleicht sogar schlauer, wenn wir uns eine Methode überlegen, wie man relativ eine Farm baut mit einem Timer, der halt läuft, statt 5 Timern. Wie könnte ich das denn noch bauen? Also wenn wir, ich würde halt die Symmetrie dieses Abteils hier gerne wahren. Ich würde gerne wahren, dass wir weiterhin mit den Bone Meal Farmen halt so bleiben, dass ich es von hier oben auch beobachten kann. Schwebend, aber dann habe ich nicht so einen Draufblick, wenn hier das Lagersystem ist und ich Schwebendes baue, dann sehe ich ja nichts. Boah. Wisst ihr, was krass wäre? Also das sieht man dann vielleicht nicht. Aber von außen würde es krass pumpen und krass geil aussehen, wenn ich die Farm hier lang ziehe. Dass hier ein Zweier, also das Doppelte von dem rausgeht und hier ein Zweier, also das Doppelte von dem rausgeht. Hier und da. Und dann hier eine Glaswand vor. Also nicht eine Glaswand, aber so, dann baust du Balken ran, die das im Prinzip stützen, die das halten, mäßig. Das wäre ultra geil, Digga. Das wäre ultra geil, wenn dann direkt hier die Farm ist und hier drunter halt noch eine da dann so. Ich kann ja die Bone Meal Farm beliebig erweitern, wie ich will, ne? Also ich kann zum Beispiel statt das Doppelte, was ich hiervon baue, kann ich auch das dreifach bauen. Heißt, ich könnte einmal hier eine dreifache bauen, die von da hier rausstehend aus dem Berg rausgeht. Und dann könnte ich da drunter eine doppelte bauen. Und dann wäre hier vorne der Output, den wir da auch haben. Und die Timer wären hier vorne. Und da hinten wären die Enden, die dann im Prinzip das immer rumschwemmen. Das ist geil, das machen wir so. Das wird ultra geil, Digga. Oh, wisst ihr, wie krank das aussehen wird später? Digi, das sollte nur eine Blumenfarm werden. Und es wird schon wieder ein unfassbar riesiges Projekt. Ja, also, dann, wir planen das mal. Okay, ich hole mir mal Diorit-Blöcke. Und dann plane ich mal, also ich brauche jetzt wieder die Höhe, die Breite. Ich brauche die Höhe, die Breite, die Länge vom Raum. Es wird Design geben, pass auf. Alter. Ja, sind 17. 17 hoch. Machen wir mal 18 hoch, Safety First. Auf ganz, ganz Safety First, dann funktioniert das. Ich überlege halt, welche Höhe am besten wäre. Also direkt auf der Höhe wäre nicht geil. Eigentlich wäre hier so geil. Von der Höhe her für die längere. Versteht man das, wie ich das mit meiner Maus versuche zu deuten? Wir versuchen mal hier. Oh! Oh mein Digga, Alter, du scheiß Enderman. Warum bist denn du so laut? Wir müssen definitiv dann noch einen neuen Beacon holen. Ich habe keinen Eile-Effekt mehr hier. Den müssen wir dann irgendwie hier direkt zentral platzieren, dass ich überall relativ viel Eile habe, um alles abzubauen. So, aber guck mal, das sind jetzt die 2 Vierecke, wo dann im Prinzip Glas drumherum gezogen wird. Und das werden dann die, ja, wie soll ich sagen, die Hauptvierecke, wenn wir das ausgehoben haben, alles ordentlich. Wir müssen jetzt
alles, was in diesen Vierecken an Blöcken ist, also egal, ob es hier der Berg ist, ob es da der Berg ist, egal, ob es hier weiterführend ist, alles, was in diesen Vierecken ist, muss weg. Das muss jetzt ja alles abgehoben oder gesprengt werden, dass ich irgendwann, ich werde viel mit TNT machen, werde aber auch viel abbauen. Vorher mobste ich mir aber mal 2 Beacons von da hinten, weil da hinten sind noch 2, also wir haben ja 6er Beacons und 2 Beacons können wir da rausnehmen, die relativ unnötig oder sinnfrei sind. Und das wäre, denke ich, sehr sinnvoll, dass wir dann überall alle 2 haben. Um davon mal wegzukommen, die Beacons stehen jetzt, auch wenn ich die Pyramide ein bisschen verkackt habe oder erstmals ein bisschen verkackt habe, haben wir jetzt da unsere 2 Beacons, ja, standing, die sind bereit. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt erstmal TNT, okay, in der Schalkerkiste und hauen erstmal mit ein bisschen TNT alles um die Ohren und dann die Feinheiten, also ich würde jetzt hier in der Mitte zum Beispiel einmal ein bisschen wegsprengen und dann die Feinheiten werde ich halt per Hand ausheben. Also da will ich gar kein TNT groß benutzen, weil per Hand ausheben ist auch satisfying und angenehm einfach. TNT habe ich jetzt, 13 Stacks dabei. Dann lass uns mal anfangen, hier wegzusprengen und danach heben wir direkt mit der Pickaxe alles weitere aus, was anfällt. Ganz kurzer Zwischenschnitt. Hier, ich habe aus Versehen, Digga, ich weiß nicht, wie es passiert ist, ich habe aus Versehen die geil gebaute Glock hier weggesprengt. Das war gar keine Absicht, aber es passiert. Und jetzt muss ich die komplette Redstone-Schaltung auf jeden Fall später noch irgendwo anders mit neu hinbauen. Nur als kleiner Vermerk, Alter. Weil, ich weiß nicht, ich habe 2 TNT gesetzt und das eine TNT ist da reingeflogen und hat zu viel gesprengt und dann war voll für den Arsch alles. Das ist ja so geil geworden, Alter. Oh, Bruder. Huhuhu. Ihr seht jetzt gerade so 2 Vierecke, die aus diesem Berg riesig rausragen und keiner kann sich was drunter vorstellen. Wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe jetzt schon erstens die Barrel-Wände, die dort hochführen werden. Ich sehe jetzt schon die Balken, die diese, oder den fetten Hauptbalken, der in der Mitte des Ganzen runterführt und im Prinzip diese, ja, diese 2 Vierecke hält, die 2 Quadrate hält. Hier, was dann... Bin ich dumm? Wir haben irgendwas voll falsch geplant, oder? So wollte ich das gar nicht. Aber warum ist es jetzt so? Digga, bin ich irgendwie Brain AFK gewesen? Eigentlich sollen die unterschiedlich lang sein. Also eigentlich soll... Hä, was habe ich denn verkackt? Wann habe ich das gemacht, Digga? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wie ist es denn dazu gekommen? Ist es vorhin einfach passiert, oder was? Also wir müssen, grob gesagt, nochmal das da verkürzen. Das da oben verkürzen, dass es da läuft. Und das dann halt hinten am hinteren Ende heißt. Hier hinten müssen wir das erweitern. Und ihr seht, da ist nichts mehr auszuheben. Also es wird dann einfach nur blocktechnisch hier hinten rausgezogen noch weiter. Keine Ahnung, was ich da verkackt habe, Digga. Irgendwas habe ich übel verkackt. Wenn es verschiedene Ebenen hat, dass das eine hier endet und das andere halt da, dann wird da ein Balken in der Mitte runtergezogen und ich sehe das halt. Ich sehe, wie da der Balken ist. Ich sehe, wie das alles mit Glas umrandet ist. Wie innen, wie du hier die Barrels durchsiehst, weil die da hochgesteckt sind. Ich sehe, wie hier, wie du diese Farm durch das Glas durchsiehst, die da lang führt. Die produziert. Ich sehe die verschiedenen Rohre, die hier runterführen werden, weil da die Knochenmehl, das Knochenmehl runterfällt am Ende. Ich sehe, wie das dann ins System geht. Das wird ultra geil aussehen.